Das zu tun. Also wir verschenken ja was für uns ganz zur Normalität gehört, das singen zu können und gerne zu singen und Freude zu geben, und wir verschenken ja Zeit in dem Sinne. Wir nehmen uns die Zeit und schenken den kleinen Patienten was davon, dass es denen mal ein bisschen für ein paar Minuten oder Stunden ein bisschen einfacher ist, der Alltag. Dresden hat alles angefangen 2011 mit den Mädels. Wir waren eine kleine Initiative von zwei Freundinnen, die sich gefunden haben und Gutes tun wollten. Und jetzt wieder hier zu sein, ist natürlich sehr besonders. Wir sind ein Verein geworden. Alle, die hier neben mir und hinter mir stehen, waren letztes Jahr auch schon dabei und haben sich entschieden, bei uns zu bleiben, sich auch längerfristig zu engagieren. Und wir sind dann seit Januar ein Verein geworden und wir heißen jetzt der Kinderklinik-Konzerte e.V. Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Jesus walked when Jesus walked. Well, Jesus walked when Jesus walked. Oh, when he walked, when my Jesus walked, he washed my sins away. Oh, happy day! Es ist die Kombination von allem, die es einfach wert macht, hier mitzuarbeiten. Machen die ja alle ehrenamtlich, und es ist einfach gut für die Kinder, weil ja tatsächlich ist ja auch mittlerweile bewiesen, dass Lachen und gute Laune irgendwie was bringt und dass Musik was bringt und dass das echt bei der Heilung hilft. Und deswegen ist es wichtig, da zu unterstützen, dass die Kleinen nicht so lange hier sein müssen und schnell wieder rauskommen, schnell gesund werden. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe. Konzerte!